Ein herzliches Grüß Gott und willkommen bei Hofbräu München. Wir sind heute in der Brauerei. Das ist für mich als Braumeister natürlich der geeignetste Ort, um ein Bier zu probieren. Ich will euch heute den Hofbräu Winterzwickel vorstellen. Den gibt es nur als ausgesprochene Saisonspezialität von Ende Oktober bis Mitte, Ende Januar. Ein ganz typisches Winterbier und deswegen gibt es es genau bloß in der Zeit. Der Hofbräu Winterzwickel ist ein dunkles Bier und um es noch ein bisschen traditioneller zu machen, gibt es den auch noch in unfiltrierter Form. Aber eben nur zu dieser Jahreszeit. Die dunklen Biere sind in erster Linie mal ganz klar malzbetont. Die Hopfen treten hier bei dieser Biersorte etwas in den Hintergrund. Da sind ganz tolle, spannende Spezialmalze drin. In erster Linie wird mal Münchner Malz auch verwendet, zu 60%. Dann haben wir noch ungefähr 20% Pilsner Malz drin. Und dann kommt noch ein Karamellmalz dazu. Das heißt, witzigerweise, obwohl wir nicht den Namen erfunden haben, es ist auch ein sogenanntes Karamünchmalz. Wir gehen aber selbstverständlich schon auch auf den Hopfen ein. Es ist ja schöner drin. Der kommt, wenig überraschend, ist bloß 60 Kilometer weg von uns, kommt alles aus der Hallertau. Der Bitterhopfenanteil da drin, das ist ein sogenannter Herkules. Das ist die Sorte des Hopfens. Und der Aromahopfen, das ist die Hallertauer Perle. Der Hofbräu Winterzwickel zeichnet sich bereits im Sudhaus durch ein ganz spezielles Herstellungsverfahren aus. Der Maischprozess beim Hofbräu Winterzwickel, der dauert ungefähr eine gute Stunde länger, als er das bei einem vergleichbaren Original- oder Hofbräuhaus Hell tut. Genug der grauen Theorie, jetzt gehen wir in Medias Res, wir wollen ja Bier probieren und nicht bloß erklären und deswegen schauen wir ihn uns jetzt einmal miteinander an, den Hofbräu Winterzwickel. Wir haben, wie wir sehen, zwei verschiedene Gläser. Zu Hause, für mich, wenn ich ihn trinke, dann nehme ich ganz klassisch hier einen Bierkrug, einen Halbliter Bierkrug. Da wir aber heute ja verkosten wollen, nehme ich mir hier mal das Verkostungsglas. Das hier hat eine breite Oberfläche unten, heißt einfach, dass die Aromastoffe besser aus dem Bier entweichen können. Oben zentriert sich das Glas dann, damit die auch ganz gezielt Richtung Nase reinmarschieren können. Aber wir wollen ja nicht nur riechen, sondern wir wollen auch schauen. Und das machen wir mal. Zum Anschauen vom Schaum. Ich schenke ihn jetzt mal so ein. Zuallererst kommt natürlich das Schauen beim Bier. Wenn wir jetzt reinschauen, ein schönes, dunkles Kaffee-Schokoladenbraun mit leichter opaler Trübung. Die ist durchaus unterschiedlich. Das ist ja schließlich ein naturtrübes Bier. Und was auch sehr auffällt für mich als Brauer, das ist, dass der Schaum nicht, wie man das von vielen anderen Bieren kennen, weiß ist. Nein, der hat so eine Cremefarbe. Diese schöne cremefarbene Schaumkrone, die kommt aus den Spezialmalzen. Die Freunde von einer schönen Schaumkrone, die schenken ihn so ein, wie ich jetzt gerade getan habe. Lege ich besonderen Wert auf die Rezenz, das heißt, wie bitzelt die Kohlensäure, die im Bier drin ist, auf der Zunge, wie groß ist der Erfrischungseffekt, das ist eher meine Partei, der schenkt dann eher ein bisschen vorsichtiger im Bierkrug ein. Vom Geruch her treten da ganz klar schon mal die Aromastoffe, die wir aus dem Hopfen da haben. Das sind so auch ganz passend zu dem Biertyp, das sind so leichte Orangenaromen. Ein bisschen eine Honigmelone ist dabei, das haben wir dem Hopfen Herkules zu verdanken. Dann kommt da aber auch so ein bisschen was Exotisches rein, so ein ganz leichter Hauch von Chili, kleines bisschen Majoran und das sind Sachen, die kommen dann mehr aus der Perle raus. So, und jetzt probieren wir das Ganze noch. Ah.
im Mund kommt diese ganze Komposition der gerochenen Aromastoffe, die wir vorhin gehabt haben, die kommt jetzt hier als Melange, als Mischung da raus und man kann sich da richtig freuen an der Entfaltung von der ganzen Komposition und dem Zusammenwirken der verschiedenen Aromastoffe. In erster Linie, was spürt man mal? Es ist ein mildes Bier, es läuft richtig gut runter. Du kriegst einfach Lust auf den nächsten Schluck. Eine tolle, runde Sache. Da werdet ihr euch dran freuen. Und jetzt, nachdem wir mit dem Probieren fertig sind, jetzt zeige ich euch nur, woher der Name Winterzwickel wirklich herkommt. Was ist das Zwickeln eigentlich? Und dazu dürft ihr jetzt mit mir in den Lagerkeller gehen. So, jetzt sind wir im Paradies angekommen, im Lagerkeller. Wir stehen unter einem Lagertank mit 96.000 Liter Bier. Und genau dieses Teil hier, das ist der Zwickel, ein Probenamehahn. Früher hat man dazu Zwickel gesagt. Früher waren statt dem Tank waren Holzfässer da. Die haben bloß 2.000 oder 3.000 Liter gehabt. Und weil die so klein waren, hat für den Zwickel nur der Braumeister einen Schlüssel gehabt. Weil wenn die Brauer auch alle einen gehabt hätten, dann wäre der Tank gleich leer gewesen. Jetzt betätigen wir den Zwickel mal und lassen das Bier ganz wunderbar da reinsausen. Und genau dieser Vorgang, das ist das Zwickeln und daher kommt der Name. Was könnte man jetzt dazu essen? Der Winterzwickel, der passt ganz hervorragend zu den jahreszeitlichen Gerichten, die es da gibt. Wildgerichte sind gut, deftige Eintöpfe sind gut. Man ist aber auch durchaus passend zu einer süßen Nachspeise, Schokoladenkuchen oder auch ganz zum Schluss dann zu einem schönen reifen Käse. Ich sage mal einen Blauschimmelkäse, Bergkäse, einen Roquefort. Da passt das alles ganz wunderbar dazu. Leider muss ich daherin auf das Essen verzichten. Selber zwickeln könnt ihr das Bier zwar nicht, aber das Wichtigste ist ja nicht das Zwickeln, sondern ist das Bier an und für sich. Und den Hofbräu Winterzwickel, den habt ihr ja jetzt.